Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, willkommen bei einer neuen Folge von der Kühne Knappe. Gehen wir hier rein, vielleicht ist ja hier eine Kerze. Schauen wir mal. Ich glaube nicht. Hier war ich, nee, hier war ich ja schon. Das ist vielleicht... Ja, die habe ich schon angezündet. Ja, perfekt, Junge. Die habe ich schon angezündet. Okay. Guck mal, jo, jetzt ist schon wieder ein Hoden-Kobold hier. Ah, hier drin ist eine. Guck mal. Ah, Nummer 3. Ja, gut. Ja, man muss auch mal per Zufall was finden und Glück haben. Dann haben wir hier die Nummer 4. Schön. Ich denke mal, hier wird wahrscheinlich nichts mehr sein, oder? Wobei ein Minibad ist hier. In der Nähe ist eine Kerze. Immer himmelwärts. Hä? Ah! Doch noch was hier. Eine noch. Cool. Was ist da hier? Oh. Versuche vom Schreibtisch zu springen. Ist ein Erfolg. Okay. Das war also das Ende. Ende der Welt, ne? Da ist immer von der Scheibe runtergefallen. Ja. Oh, da ist nochmal was. Gib mir das Leben, komm, danke. Kerze in der Nähe, in einer hölzernen Ecke. Sie ist ganz am Rand des Schreibtisches. Um sie zu entzünden, musst du den Sprung wagen. Okay. Ah. Okay. Hätte ich jetzt selber nicht gefunden, bin ich ehrlich. Oho, ist das möglich? Sie haben es hingekriegt. Kehrt ihr zurück und erhaltet ein königliches Geschenk, liebe Untertanen. Ja, da komme ich doch sehr gerne. Sehr gerne komme ich doch da. Alles Gute zu unserem Geburtstag. Hoho, vielen lieben Dank euch beiden. Ihr habt unseren Tag zu etwas Besonderem gemacht. Wir verfügen, dass ihr ein Zeichen unserer königlichen Anerkennung erhalten sollt. Dieses Metallding. Okay. Das zweite Teil. Gott, wir haben es geschafft. Wir haben zwei Teile meines Vaters. Ich glaube, jetzt können wir dem Kampfgebiet da drüben standhalten. Auf geht's. Ja dann. Legen wir los. Na komm. Gehen wir hier rein. Schon der richtige Weg, oder? Oh ja. Ja, das ist der richtige Weg. Diesmal einfach von der anderen Seite. Okay. Let's go. Also gut, ich bin so bereit wie nur möglich. Das letzte Teil meines Vaters befindet sich dort drin. Holen wir es uns. Ja, let's go, mein Kleiner. Es wird auch Zeit, Soldat. Während du da draußen herumgetrödelt hast, sind hier ohne Ende Skrill aufgetaucht. Die ploppten einfach rein und klauten unsere besten Forscher. Die Eierköpfe mögen schwächliche Kotzbrocken sein, aber wir brauchen sie für den Krieg. Begib dich da raus, rette die Forscher und bring sie zu mir zurück. Ach, und stirb dabei nicht. Ah ja. Okay. So. Wie cool. Na komm. Oh, Jesus. Hä? Oh. Come on. Eine Disco-Kugel, okay.
Das? Jemand. Ah, das ist einer der Forscher, okay. Noch 5. Okay. Wer dann? Cool ist das denn gemacht. Wird ja noch von hinten verfolgt. Hä? Aber irgendwie habe ich gerade niemanden gefunden. Was, Ah, da ist wieder jemand. Guck mal. Na los. Komm schon. Ja, danke. Noch 4. So, wo sind die nächsten Gegner? Komm. Sag mal. Was war das denn? Oh Gott, hinter mir wieder. Ja. Oh, hier ist einer. Guck mal. Sehr gut. Noch 3. Okay. Na los, weg da. Da ist er was. Sehr gut. Alles muss weg. Wo sind die denn? Hallo? Gib mir wieder eine Disco-Kugel hier, komm. Die hier noch erledigen, sehr gut. Also. Na komm. Anomalie entdeckt, okay. Was ist denn für eine Anomalie? Okay. Und jetzt? Oh, Jesus. Okay. Das ist einfach... Okay. Ja, scheiße. Konnte ich nicht aus... Ah, ich kann die Seite drehen. Lol. Ja, okay. Hab ich nicht gewusst. Okay. Da, jetzt werde ich ihn befreien. Sehr gut. Werde ich mit der Anomalie. Ah, es sind sogar 3. Ei. Okay. Mission abgeschlossen. Juhu. Das war der letzte Forscher, du hast alle. Jetzt ist der Stützpunkt voller Nerds. Sie passen bereits an unserer nächsten Waffe. Gute Arbeit, Soldat. Deine nächste Mission, nimm dieses Stück Schrott und entferne es von hier. Ach, guck mal, da ist der Kopf. Ja, da gehen wir wieder. Da hast du deinen Papa wieder. Wir haben es geschafft. Wir haben die intergalaktische Schlacht gewonnen. Super, wie du mit dem Laser geballert hast. War mein Antrieb zu gebrauchen? Wenn ich das meinem Vater erzähle, lass uns zu meinem Heimatplaneten zurückkehren und ihn zusammensetzen. Du weißt schon, das ist der becherförmige Planet, wo wir uns begegnet sind. Irgendwo hier unten gewesen sein, oder? Ja, guck mal hier. Wir haben es zurückgeschafft. Was für eine Odyssee. Gut, lass uns Waps wieder zusammensetzen. Oh, na, das ist schon viel besser. Weiß ich, ob du je zerlegt warst, aber ich kann es nicht empfehlen. Bitte, du suchst deinen Gegenstand? Weißt du, tief in diesem Planeten befindet sich ein seltsam aussehendes Objekt. Meine Antenne sagt mir, dass es genau das sein könnte, wonach du Ausschau hältst. Mal sehen, ob wir es heraussprengen können. Ah,
Ah, nie war es schöner, meine Triebwerke auszustrecken. Ich hoffe, das komische Ding ist das, worauf du aus bist. Vielen Dank, junger Krieger, und danke, Sip, du hast mich stolz gemacht. Ja, sehr gut. Was ist das? Dort hatte den Stoppstempel. Damit kann er magische Handsymbole auf den Seiten des Buches platzieren. Das Symbol friert alles ein, worauf es gestempelt wird. Drücke zum Stempeln Q oder halte Q zum sorgfältigen Zielen gedrückt. Okay. Freut mich, dass du zurück bist, Jot. Anscheinend hast du meinen Stoppstempel gefunden. Dann sollten wir ihn zu uns zunutze machen. Na, sollten wir. Ja. Ja. Super. Nee, nicht ausradieren, hallo? Hinzu? Alter, ich hatte im Gefühl, dass du reinschauen würdest. Diese verrückte Maschine hat einfach plötzlich angehalten. Und da dachte ich mir, das muss Jot mit seinen schlauen Tricks gewesen sein. Komm, lass uns durchschlüpfen. Let's go. Boah, dieser Weg. Normalerweise steckt da keine riesige Metallscheibe drin. Zierthäschen. Enormes Sägeblatt, Kumpel. Kam heruntergekracht. Schnitt mich fast in zwei. Mein Leben zog von meinen Augen an mir vorüber. Oh Mann, das klingt ja gruselig. Alles in Ordnung? Mir geht's gut, Kumpel. Und die Rückblende war sogar recht nützlich. Ich sah, wo ich meine Schlüssel verloren hatte. Hör mal hin. Gott, hier kommen wir nicht weiter. Suchen wir uns einen anderen Weg hinauf. Und du, Häschen, weiter so. Du rockst. Ja, let's go. Gehen wir hier durch. Also, wann hat es denn zuletzt gespeichert? 55 Sekunden. Okay. Du möchtest diese großen Blöcke bestimmt ins Rutschen bringen, ja? Ja. Guck mal, ich kann hier raus. Mach mal. So. Die Blöcke wirken unheimlich schwer. Okay. Ja, aber. Was jetzt? Wie ein Tipp. Das Problem ist, alle Blöcke rutschen gleichzeitig. Sie bilden eine Mauer. Würdest du einen von ihnen stoppen, durchbrechen, ist die Mauer. Hast du, dass das große alte Blöcke einfach so stoppen könnte? Jetzt müsste man in deinen Taschen nach. Die Frage ist halt, kann ich... Warte mal. Wenn ich... Hier. So einen Stempel mache. Das... Ja, nee. Aha, warte mal. Da. Dachte, ich kann es selber als Wand benutzen, aber... Ja, das war jetzt aber relativ dumm, was ich gemacht habe, ne? Nochmal zurück. Da. Muss er den hier stoppen, ich Idiot. Komm. Da, schön in die Mitte. So, ist doch gut. Ja! Und rein. Und jetzt können wir durch. Kohle mitnehmen. Abenteuer, ihr seid weit geklettert. Ihr seid stark, doch Gefahr voraus. Der Mega-Adler. Mega-Adler früher kein großes Problem. Aber Eindringen von Maschinen in unser Gebiet macht Mega-Adler wütend. Oh ja. Boah, was für ein riesiger Vogel. Den erlegen wir morgen. Ich sage danke fürs Zuschauen. Habt einen schönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.